Jetzt erzähl mir alles ganz genau. Vielleicht sollten wir unter vier Augen darüber reden. Keine Sorge, Polly ist mein ganzes Vertrauen. Ich glaube nicht. Na gut, vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf von José erhalten. Hallo? Elisabeth, wie schön, dich zu hören. Ebenfalls, wie geht's dir? Ich schaue mir gerade ein Foto unserer Enkelin an. Wie hübsch sie ist. Ich weiß, ich schicke dir bald noch mehr Fotos. Ich würde sie lieber in meinen Armen halten. Ich glaube, Linda würde sie dir schon bringen. Nein, nein, ich will nicht, dass mich meine Enkelin hier sieht. Ich möchte in Freiheit mit ihr zusammen sein. Aber der kann nicht dafür ausbrechen. Der sitzt doch für seine Taten, die er gemacht hat. Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wenn man nur will. José, was hast du vor? Ich bin sicher, dass José aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, um Essen kennenzulernen. Wenn er bloß hier wäre. Er ist als Vater nicht perfekt, aber es ist mein Vater und ich vermisse ihn so. Kaum lernte ich ihn kennen, verlor ich ihn wieder. Und außerdem ist er Esmes Großvater. Ja, das stimmt. Linda, an was denkst du? Oder ich brauche ihn an meiner Seite. Er bereut es zutiefst. Ich vermute, dass er uns bereits im Visier hat. So kann man es auch sagen. Und deshalb bin ich hier. Ich bin sicher, dass er bald hier auftauchen wird. Wenn dem so ist, dann soll er es mir auch sehen. Schatz, was denkst du? Ich will nicht, dass du in Gefahr kommst. Triff deinen Vater. Eigentlich hat er damit recht, ne? Mit Gefahr. Aber ich glaube, Polly macht wieder irgendeinen Blödsinn. Also, nicht Polly, sondern die Zwillingsschwester halt. Aber ich nehme die. Ja, die Idee gefällt mir nicht gerade. Aber ich verstehe, dass es deine Entscheidung ist. Ich bitte dich nur, sei vorsichtig und bring unsere Tochter nicht in Gefahr. Du weißt, dass ich niemals sowas tun würde. Ich weiß, aber für alle Fälle bitte ich dich trotzdem drum. Verstehe doch, dass du nicht wissen kannst, was der Pirat oder die Polizei tun werden. Erstmal wird nichts passieren. Wegen José könnt ihr beruhigt sein. Er wird niemanden ein Risiko aussetzen. Er würde eher sterben, als dass seiner Tochter oder Enkelin Schaden was passiert. Was? Irgendwie ist das wieder gut Deutsch hier, ehrlich. Er würde eher sterben, als dass seiner Tochter oder Enkelin Schaden was passiert. Wäre gut Deutsch hier, jawohl. Entschuldigt, ich bringe erst mal ins Bett. Ich habe sie zu lange gehalten, dass mir der Arm wehtut. Bestimmt gibt es eine hohe Belohnung für deinen verbrecherischen Opa. Ich schicke ihn ins Gefängnis und hole sie mir. Oh mein Gott, was für eine verbrecherische Tat. Naja, wenn es dann soweit ist. Der Pirat haltet ich was? Haltet ich mich bitte über alles genauestens auf den Laufenden? Heißt das nicht, haltet mich bitte über alles genauestens im Laufenden? Da hat jemand ein Ich dahin gepackt. Naja, jede Kleinigkeit ist absolut wichtig.
habe alles für die Reise nach USA organisiert. Ich habe einen Termin bei einer Vereinigung bekommen, die im Bereich Leihmutterschaft arbeitet. In ein paar Tagen kann unsere Reise losgehen. Der Pirat ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und ist in Rio gesehen worden. Und der Fall ist dir zugeteilt worden? Ja, tut mir leid, aber ich wurde darum gebeten, mich persönlich darum zu kümmern. Ich muss hier bleiben und das lösen. Ich habe den Piraten ins Gefängnis gebracht und bin dafür verantwortlich, ihn dorthin zu bringen. Du willst unsere Pläne also verschieben? Wir haben so viel dafür gekämpft. Natürlich will ich sie nicht verschieben, aber das ist eine einmalige Gelegenheit. Dafür hast du so darauf bestanden, eine Familie zu gründen? Also eigentlich hat Drausio ja recht. Er war es ja immer, der eine Familie haben wollte. Und jetzt wird er einen Fall zugeteilt? Es ist schwierig. Schwierig. Ich habe keine andere Wahl. Ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt die Antwort nehme, ich mache die Reise mit dir, dann denke ich mir so... da kommen jetzt nur wieder 2-3 Sätze und dann war es das wieder. Und dafür gebe ich 20 Diamanten aus. Ich würde ganz gerne die Reise machen, aber ich mach's nicht. Es hängt nicht nur an mir. Auch mein Chef will, dass ich den Fall persönlich übernehme. Wir schnappen ihn ganz schnell, ich versprech's. Und danach machen wir unsere Reise. Jetzt ist Drausio sauer. Ich verstehe ja, dass du ihn sehen willst, aber mich beunruhigt trotzdem, dass du dich mit Esme einer Gefahr aussetzt. Ich weiß, aber sei beruhigt, ich werde alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Der Pirat hätte uns wirklich nicht in diese Situation bringen dürfen. José hat große Fehler begangen, aber er hat sich wirklich geändert. Liebe kann die Menschen verändern, meint ihr nicht? Ich weiß gut, dass er nur eine Enkelin sehen will, seine Enkelin sehen will. Es tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Mir wurde gesagt, dass der Pirat in den Straßen von Rio gesehen wurde. Das gefällt mir ebenso wenig wie euch, aber es ist meine Pflicht, ihn zu verhaften. Ich brauche eure Hilfe, damit niemand zu Schaden kommt. Der tut doch nix, ist doch ein friedlicher Opa. Der Pirat muss ins Gefängnis zurück. Linda, kann ich dir vertrauen? Oder kann ich dir vertrauen? Verlass dich nicht auf mich. Ich gebe Bescheid, sobald er anruft. Ronaldo, es tut mir leid, aber ich werde meinen Vater nicht verraten. Der Pirat kommt so oder so zu Fall. Wenn, dann nicht, weil ich ihn verraten habe. Du läufst Gefahr, dass er dich mit in den Dreck zieht. Denk doch an Esme. Ich weiß, aber ich werde nicht meinen eigenen Vater drangeben. Egoismus ist scheinbar vererbbar. Entschuldigt, ich gehe mit meiner Tochter. Tja. Ich liebe dich sehr, Engelchen. Und ich schwöre, dich immer vor allen Gefahren zu schützen. Esme hat das Glück,
den Vater zu haben, den ich nicht haben konnte. Der Pirat wird dir nie mehr das geben können, was er dir damals vorenthalten hat. Ich weiß. Und er kann auch Esmen nichts Wertvolles geben. Vielleicht hast du recht, aber ich kann ihn nicht verraten. Glaubst du, Esmen würde sowas mit dir tun? Das würde sie nicht. Du bist weiterhin verärgert. Du verstehst, Linda. Natürlich. Linda, du hast meine Unterstützung, wofür du dich auch entscheiden wirst. Auch wenn du nicht einverstanden bist, auch wenn ich nicht einverstanden bin, ich weiß, du bist ehrlich und daher verstehe ich dich. Bitte, Schatz, pass du auf unsere Tochter auf und auch auf dich. Ich verspreche es. Ich verspreche es, ja? Ah, Gott. Hallo? Hallo, Töchterlein. Ich glaube, der redet jetzt irgendwie so komisch. Keine Ahnung. Kann das sein? Du solltest nicht hier anrufen. Gib mir nur ein paar Minuten. Ich vermute, du weißt bereits, dass ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin. Linda, ich halte es einfach nicht mehr aus, meine Enkelin nicht zu kennen. Du hättest mich bitten können, dich mit ihr im Gefängnis zu besuchen. Linda, das ist kein Ort für ein Baby. Deshalb bist du einfach ausgebrochen. So hast du alles nur noch komplizierter gemacht. Linda, ich habe einen Plan. Danach werde ich nicht mehr weiter stören. Ich werde dir sagen, wo du bist. Ich werde dir sagen, wo du bist, damit du zu mir kommen kannst. Heißt das nicht, wo ich bin? Ja, ich sag dir, wo du bist. Aber nicht, wo ich bin. Ja, fängt das schon lustig an. Ist ja wieder very good Deutsch, ne? Damit du zu mir kommen kannst. Natürlich. Als wenn das so einfach wäre. Es wird klappen, Töchterlein. Ich liebe dich. Ich brauche dich so sehr, meine süße Linda. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist du? Also wenn die nicht überall in ihre Finger drin hat, ne? Oh, Alter, die blöde Kuh. Ich mag die nicht. Schon von Anfang an nicht. Wieso musste die sowas machen? Ich hoffe, das kommt schnell raus, dass die eine Zwillingsschwester hat. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein, bis dann und ciao.